Der Legende nach ist ein Vampir ein mystisches Wesen, das sich vom Blut der Lebenden ernährt. Graf Dracula streift durch die Nacht und schlägt seine Zähne in junge Mädchen. Diese Story ist weltbekannt. Doch lang bevor es Bram Stokers Dracula überhaupt noch gegeben hat, lebte im 16. Jahrhundert eine junge Adelige. Sie ist in die Geschichte als Blutgräfin eingegangen. Um mehr über die Blutsaugerin zu erfahren, treffe ich mich mit Gabriele Lukas. Sie ist Stadtführerin und durch ihre Leidenschaft für die Geschichte Wiens hat sie sich auch intensiv mit dem Leben der Adeligen auseinandergesetzt. Das unauffällige Bürgerhaus in der Augustinerstraße 12 soll der Ort des Grauens gewesen sein. Wer war dieser Vampir oder diese Vampirin? Es war eine Vampirin, und zwar eine ungarische Gräfin namens Erzsebet Nadas die Báthory. Und die hat vor 400 Jahren hier gelebt. Das war ihr Wiener Stadthaus. Und diese blutrünstige Gräfin hatte einen Schönheitswahn. Sie dachte, sie kann nur durch Jungfrauenblut ihre Schönheit behalten. Wie hat sie das angestellt mit dem Jungfrauenblut? Wie ist sie an all dieses Blut gekommen? Ja, sie hat junge Mädchen vom Land, also Bauerntöchter, hierher gelockt und hat ihnen einen guten Job, einen Arbeitsplatz verschafft und versprochen und natürlich auch ein Quartier und Essen. Und die sind gerne gekommen, weil die Bevölkerung war sehr arm damals. Und die Eltern haben gedacht, ihre Töchter sind hier in guter Obhut. Und sobald sie sie hier hinter der verschlossenen Türe hatte, hat sie die Mädchen in die Halsschlagader gestochen, also hier, und hat das Blut ausfließen lassen, hat sie also ausgeblutet wie Tiere und das hat sie dann getrunken und sich damit auch gewaschen. Angeblich hat Erzsebet 650 Bauerntöchter am Gewissen. Es muss eine Qual gewesen sein für die jungen Frauen. Ihre Schreie haben die Mönche vom Augustinerkloster gehört. Die haben sich dann auch beim Kaiser beschwert, die Mädchen stören ihre Messen. Aber das Verbrechen der blutrünstigen Gräfin bleibt lange unentdeckt. Die Blutgräfin hat die Leichen zunächst einmal hier im Haus im Keller verscharrt. Da hat man noch nichts bemerkt, aber das sind zu viele geworden. Und so hat sie sie über die Stadtmauer geworfen. Und hinter der Stadtmauer haben die Wiener dann die blutleeren Leichen gefunden. Und da sagten sie, da kommt der Vampir, da ist ein Vampir, der geht herum und der saugt die Mädchen aus. Denn sie wussten ja nicht, dass das eine Mörderin macht. Sie dachten an einen Vampir. Teilweise haben wilde Hunde oder Wildschweine die Leichen bis auf die Knochen abgenagt. So hat sich die Legende über den Vampir in der Augustinerstraße gebildet. Wie hat das Schicksal der Gräfin geendet? Die Gräfin wurde 1610 dann gefasst, denn sie hat doch zu viele Mädchen ermordet und irgendwie ist es aufgefallen, dass die fehlen. Und so hat man nachgeforscht und man kam ja auf die Schliche. Und man hat sie dann eingemauert in ihrem eigenen Schloss in Ungarn und dort ist sie verstorben. Heute liegt sie am Friedhof in Budapest, dort ist heute ihr Grab. In gewisser Weise hat es die Blutgräfin doch noch geschafft, unsterblich zu werden. Bücher, Filme, Musicals zelebrieren Vampire und feiern damit ungebrochen Erfolge. Doch wir dürfen nicht vergessen, diesem Mythos liegt eine wahre Geschichte einer blutsaugenden Adeligen aus Wien zugrunde.